Baustellen-Update Nummer 12. Wir können es kaum glauben, aber tatsächlich war, wir sind fertig mit den Kernen. Wir können es nicht fassen. Dieser Bauabschnitt hat nun endlich ein Ende. Angefangen hatten wir ja am 4.4., also genau vor 12 Wochen, vor knapp 3 Monaten. Und jetzt stehen wir in unserem Häuschen ohne Wände, ohne Putz, ohne Leitungen, teilweise ohne Boden bzw. ohne Decken. Ja, die letzten 3 Monate waren sehr staubig und wir sind sehr glücklich, dass wir das jetzt hinter uns haben. Aber uns war ja auch von Anfang an klar, als wir den ersten Schritt in dieses Häuschen gemacht haben, wussten wir beide, alles muss raus. Und dass es eine Menge Arbeit ist und was ganz anderes ist, als wenn man einfach ein Grundstück kauft und anfängt zu bauen, vielleicht dann auch noch bauen lässt, wo man einfach Entscheidungen trifft, wie soll das Häuschen aussehen. Für diesen Schritt haben wir uns nicht entschieden. Es ist klar, eine Menge Arbeit, sowohl körperlich als auch entscheidungstechnisch, aber genau das wollen wir und das macht's aus. Wir haben das Gefühl, so wird das Haus zu unserem. Es ist definitiv nicht von der Stange, das gibt es kein zweites Mal. Es ist nicht, dass uns jemand vorschreibt, wie hoch sind die Decken oder was ist möglich und was nicht. Wir sind in jeglichen Entscheidungen komplett frei und dafür muss man natürlich auch was tun. Kann nicht alles haben. Und deswegen haben wir das gerne gemacht und freuen uns umso mehr auf alles, was jetzt kommt. Denn jetzt fangen wir an aufzubauen. Zwar wird noch einiges rausfliegen, auch diese Außenwand zum Beispiel, aber geht natürlich nicht jetzt, deswegen muss das ein oder andere noch drin bleiben, genauso wie die Fenster. Es wird ja alles ausgetauscht und das Dach, also es wird schon noch einiges gehen müssen, aber mit dem, was wir jetzt machen können zum jetzigen Stand, dass das Haus auch noch zu ist, sind wir fertig. Und erst jetzt wissen wir nach dem Entkernen, in welchem Zustand das Haus tatsächlich ist. Durch Mikes Beruf hat er natürlich jede Menge Erfahrung und weiß genau, wo schaue ich, um irgendwelche Indizien rauszufinden. Beispielsweise gibt es Feuchtigkeit, was kommt aus dem Keller. Bei uns gibt es einen Naturkeller und da gibt es so ein paar Punkte, wo man natürlich abklären muss. Kommt da Feuchtigkeit ins Gemäuer? Kriecht es hoch? Wie sehen die Balken aus? Ist es ein Holzständerbauweise oder wie wurde das Haus gebaut? Und wenn wir das Fachwissen nicht hätten, dann hätten wir uns auch an so ein Projekt definitiv nicht dran gewagt. Aber es hat uns beiden natürlich auch die Sicherheit gegeben, dass sowohl Mike Profi ist, als dass er auch die richtigen Kontakte für die verschiedenen Gewerke hat. Ich glaube, ich kann das pauschal so sagen, dass jedes Gewerk eine Wissenschaft für sich ist und man da sich auch sehr vertiefen kann. Und bei dem einen oder anderen ist es dann schön zu wissen, ich kann mir dann nochmal Hilfe holen oder jemand anderes schaut nochmal drüber und bestätigt meine Meinung oder hat vielleicht auch nochmal eine andere Idee. Von dem her gibt uns das ein ganz gutes Gefühl, unser Projekt auch in Eigenregie stemmen zu können. In den letzten Wochen wurden wir auch ganz oft gefragt, was wir denn mit den tollen Balken machen wollen, was wir vorhaben, was unsere Pläne sind. Auch jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, können wir erst entscheiden, was muss tatsächlich raus und was kann bleiben. Ganz am Anfang war im Dach auch noch die Idee, den ein oder anderen Balken auszutauschen und den Rest zu behalten. Jetzt sind wir definitiv so weit zu sagen, das Dach kommt komplett weg. Das macht keinen Sinn, das auszutauschen und ich sag mal zu flicken. Und so geht es uns auch mit den Balken. Wir finden sie wunderschön und dieser Charme von einem Fachwerkhaus habe ich mir eigentlich immer gewünscht, aber wir haben gesehen, zum einen sind sie nicht ganz in der guten Verfassung, wie wir uns es gewünscht hätten. Auf der anderen Seite holen wir den Boden hier im Erdgeschoss nochmal runter, um etwa 1,20 Meter. Das bedeutet, wir müssten stückeln, das Fachwerk wäre nicht aus einem Guss, es wären alte und neue Balken und das wäre auch nicht der Charme, den wir uns wünschen würden. Von dem her, ja, haben wir uns entschieden, dass es Fachwerk nicht mehr zu sehen ist, beziehungsweise einfach auch alles ausgetauscht wird. Dass alles neu ist und dass wir ein neues Haus haben, dass wir auch keine Angst haben müssen, dass die alten Balken in 10, 15, 20 Jahren in die Knie gehen. Nennen wir es mal so. Die sind schon 120 Jahre alt. Natürlich, man steckt nicht drin. Wer weiß, wie lange sie noch in einem guten Zustand wären. Aber wenn wir schon Hand anlegen und so viel Arbeit reinstecken und Herzblut und Energie und natürlich auch Geld, dann wäre es für uns einfach ein ganz gutes Gefühl zu wissen, wir haben jetzt alles ausgetauscht, was möglich ist. Wir haben ein Haus im KfW-Zustand 55, wir sind energieeffizient und haben die nächsten Jahre auch definitiv Ruhe.
Ähnliches gilt auch für die Sandsteine. Ganz am Anfang dachte ich noch, ach wie toll, wenn man die unten freilegen kann und wenn die zu sehen sind, besonders im alten Bad. Das wird ja mein Büro werden. Aber man sieht ja auch, die Steine sind nicht regelmäßig, nicht groß genug, manchmal gestückelt. Da ist unsere Entscheidung zwar noch nicht endgültig gefallen, was wir draus machen. Vielleicht gibt es doch noch die ein oder andere Wand im Treppenhaus oder Elemente, Stücke, wie auch immer, die zu sehen bleiben. Aber ja, ganz so auch hier, wie wir es uns gewünscht haben, lässt sich das leider nicht umsetzen. Und dafür war es einfach auch wichtig zu entkernen, um zu wissen, was ist drunter, was können wir später noch verwenden, was können wir einbauen, was können wir sichtbar lassen und was muss definitiv ausgetauscht werden. Und wie es jetzt bei uns weitergeht, nachdem wir so hervorragend entkernt haben und eigentlich auch alles glatt lief, da können wir uns nicht beschweren, machen wir mit dem Keller weiter. Und zwar wird er aufgefüllt, damit wir den Boden im Erdgeschoss runterholen können.